Es gibt einen bestimmten Faktor, der dich für eine Frau unersetzlich macht. Du bist dann ihre Priorität und nicht einfach nur eine Option. Ich bin Tamara und ich befasse mich mit Gesellschaftsfragen sowie der Psychologie im Geschlechterverhalten und versuche euch bestimmte Verhalten und Gedanken oder Denkmuster von Frauen aus der weiblichen Perspektive näher zu bringen. Wer sie besser versteht, hat mehr Erfolg bei den Damen oder je nachdem, der kann sich besser schützen. Wie immer, macht gerne ein Abo, wenn euch meine Themenwahl gefällt. Ja, unabhängig davon, ob wir in einer festen Beziehung sind oder uns noch im Datingstadium befinden, es ist ein universelles Bedürfnis für unseren Partner, unersetzlich zu sein. Und Männer und Frauen finden ja unterschiedliche Dinge im Partner wichtig und nie vergessen, es kommt auch immer aufs Individuum an. Wir ticken alle anders. Aber in meinen Augen gibt es einen entscheidenden Faktor, der einen Mann für seine Partnerin unersetzlich macht. Und es ist mir wichtig zu betonen, dass es hier nicht um Manipulation oder das Anwenden bestimmter Strategien geht, um als unersetzlich wahrgenommen zu werden. Du musst das tun, dann bist du für sie unersetzlich. Nein, niemand muss irgendetwas tun. Vielmehr geht es darum, eine bestimmte Dynamik zu verstehen. Eine Dynamik, die oft entscheidend ist dafür, ob sich eine Frau wirklich für dich und eure Beziehung bemüht und sich bewusst ist, wie wertvoll du als Partner bist. Und ich habe häufig Beziehungen beobachtet, in denen Männer mit Herausforderungen konfrontiert sind oder verlassen werden. Situationen, die eigentlich vermieden werden könnten, wenn man diese Dynamik besser versteht. Um für eine Frau unersetzlich zu sein, musst du einfach nur eines sein. Sie muss dich als ihre beste Option betrachten. Sie muss erkennen, dass sie Glück hat, mit dir zusammen zu sein. Das klingt jetzt einfach, so einfach ist es dann doch nicht. Und bevor wir uns anschauen, wie du zu ihrer besten Option wirst, warum funktioniert es? Einige Probleme mit Frauen in einer Beziehung, nicht alle, aber einige, die können darauf zurückgeführt werden, dass sie das Gefühl hat, es gäbe da draußen noch bessere Optionen als dich. Das kann zum Beispiel permanenten unterschwelligen Frust auslösen in ihr, von dem sie sich möglicherweise nicht einmal bewusst ist. Oder sie jammert und nörgelt vielleicht ständig an dir rum, permanente Vorwürfe, oder sie behandelt dich vielleicht manchmal so, als ob du ein Loser wärst. Und die Beziehung mit einer solchen Frau kann herausfordernd sein oder ungesund. Sobald eine Frau dich jedoch als ihre beste Option betrachtet, fällt ein sehr, sehr, sehr großer Teil dieses Verhaltens weg. Ein bisschen am Partner rumnörgeln, das gehört auf eine gewisse Art ein bisschen zum Frausein dazu. Aber sobald dich eine Frau als ihre beste Option sieht, wirst du für sie unersetzlich. Das bedeutet, dass sie diese Position nicht leichtfertig gefährden wird. Sie wird es nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, sei es durch furchtbares Verhalten oder durch Untreue. Zum Beispiel. Stattdessen wird sie sich bemühen, dich zu behalten und zu pflegen. Sie gibt sich Mühe, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Sie wird auf dich eingehen. Sie wird schauen, dass du glücklich bist. Weil sie eben den Wert, den du für sie hast, erkennt. Und in schwierigen Zeiten wird eine Frau sich zusammenreißen, um die Beziehung zu erhalten. Und dasselbe gilt ja auch umgekehrt. Ich bin sicher, dass diejenigen, die ihre Seelenverwandten gefunden haben, das bestätigen können. Teilt doch bitte eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Der Psychologe Dr. Orion Taraban, von dem ich auch schon Videos hier besprochen habe, hat eine ähnliche Erklärung dazu, wie man Beziehungen mit Frauen ohne große Anstrengung führt. As I said, there's only one thing you need to understand to have an effortless relationship with a woman, and here it is. All you need to do is to be her perceived best option. Er sagt, alles, was du tun musst, ist ihre wahrgenommene beste Option zu sein. Er erklärt, Frauen betrachten Männer ähnlich wie Männer ihre Jobs betrachten. Und er veranschaulicht das mit einem interessanten Beispiel. Männer, denkt mal an eure Erfahrungen, die ihr schon bei der Arbeit gemacht habt. Ihr hattet verschiedene Jobs, also genug Erfahrung, um zu wissen, dass es schwer ist, einen richtig guten Arbeitsplatz zu finden. Ihr seid wahrscheinlich unfähigen Chefs begegnet, inkompetenten Kollegen, anspruchsvollen Arbeitszeiten, niedriger Entlohnung. Ihr habt euch sicher schon respektlos behandelt gefühlt, frustriert, nicht wertgeschätzt und hattet das Gefühl, ihr gebt mehr, als ihr bekommt. This fantastic job. Und dann landest du eines Tages endlich den einen Job, der all deine Bedürfnisse abdeckt. Du fühlst dich wertgeschätzt, hast gute Arbeitszeiten, einen guten Lohn, etc. Control over your various projects and responsibilities. If you land Wenn du also diesen Job gefunden hast, wirst du irgendetwas tun, um ihn zu gefährden? whatsoever to jeopardize this position?
Absolutely not. You are Absolut nicht. Du wirst dich so gut wie möglich verhalten. Du weißt, wenn alles gleich bleibt und du diese Arbeit nicht behältst, wird der nächste Job einen Schritt abwärts für dich bedeuten. Weniger Lohn für mehr Arbeit, schlechtere Konditionen und im schlimmsten Fall wirst du die ganzen Bewerbungsgespräche wieder führen müssen. Und das ist in vielerlei Hinsicht, wie sich Dating für Frauen anfühlt, erklärt Dr. Taraban. Wenn eine Frau dich als ihre beste Option betrachtet und dich als unersetzlich ansieht, liegt das auch daran, dass sie sich im Klaren darüber ist, was ihre Alternativen wären. Sie weiß, dass sie sich möglicherweise mit weniger zufrieden geben müsste, wenn sie sich für andere Männer entscheiden würde. Sehr viele schöne, wichtige, positive und bereichernde Dinge in ihrem Leben und in ihrem Lebensstil würden also wegfallen, wenn sie die Beziehung mit dir verlieren würde. Es wird schwierig für sie werden, jemanden zu finden, der ähnlich wertvoll ist. Deine Qualitäten machen dich für sie unersetzlich. Und man hat ja eine gewisse Vorstellung davon, was der Datingmarkt so zu bieten hat und wie andere Männer so sind, sei es durch Beobachtungen oder Erfahrungen mit früheren Partnern. Sowohl Männer als auch Frauen kennen das Angebot und können daher Vergleiche anstellen. Und wie bei einer Waage stapelt eine Frau dann bewusst oder auch unbewusst diese Dinge darauf und macht dann eine Abwägung. Wie oder wann wird man für eine Frau zu dieser Seltenheit? Nun, ganz allgemein gesagt, aus weiblicher Sicht, wenn du aus ihrer Perspektive verlässlich bist, interessant, unterstützend, schützend, wenn du einen Lebensstil hast, bei dem sie sich wohlfühlt. Und in diesem Fall bist du die Seltenheit, die ihrem Leben Stabilität bietet. Nur ist das natürlich nicht immer ganz einfach und es ist auch ein interessantes Phänomen. Es gibt Beziehungen, in denen alles von Anfang an ganz einfach ist. Die Harmonie fließt mühelos, ohne dass man viel Arbeit reinstecken müsste. Man spürt von Anfang an, wie wertvoll der Partner ist und die Beziehung entwickelt sich auf ganz natürliche Weise. Dann gibt es Beziehungen, in denen man viel, viel investiert, sich anstrengt und arbeitet und trotz aller Bemühungen funktioniert es am Ende einfach nicht. Und oft hängt das tatsächlich mit der Auswahl des Partners zusammen. Forschung hat zum Beispiel herausgefunden, dass Paare am glücklichsten zusammen sind, wenn sie von Anfang an ähnliche Bedürfnisse nach Nähe und Unabhängigkeit haben. Wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind und beide Partner dennoch weiter ihre eigenen Interessen verfolgen, bleiben sie länger zusammen. Und wichtig, Stichwort eigene Interessen. Manchmal beobachte ich, wie Männer dazu neigen, ihre Partnerin ins Zentrum ihres Lebens zu stellen, indem sie immer auf all ihre Wünsche und Bedürfnisse sofort eingehen. Aber wenn der Hauptfokus ständig auf ihr liegt, ist die Beziehungsdynamik nicht ausgewogen. Und in solchen Fällen magst du zwar für sie immer da sein und ihre Bedürfnisse erfüllen, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass du unersetzlich für sie bist. Denn viele dieser Dinge könnte sie auch ohne dich haben oder ohne dich erledigen, aber es ist für sie halt einfach bequemer, sich immer an dich zu wenden. Und natürlich ist es selbstverständlich, dass man den Partner unterstützt, wo man kann. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist auch wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen und nicht ständig zurückzustecken wie ein treuer Untergebener, der immer bereitsteht, sich den Wünschen des Partners anzupassen. Ändere also die Dynamik so, dass du nicht immer sofort für sie verfügbar bist. Wenn sie spürt, dass du deine eigenen Dinge am Laufen hast, deine eigenen Interessen verfolgst, ganz unabhängig von ihr, löst das neben Respekt auch den starken Wunsch aus, dir näher zu sein. Und ja, natürlich ist das all das keine Garantie, dass es immer funktioniert. Ich gebe euch lediglich einen Denkanstoß. Und es bedeutet auch nicht, dass es nie Streit oder Nörgeleien geben wird. Das ist nun einmal menschlich und das gehört auch dazu. Aber als Frau kann ich euch bestätigen, überzeugt zu sein, dass dieser Mann die beste Option für einen ist, verleiht einem eine gewisse Gelassenheit, die sich in die Beziehung trägt. Und Gelassenheit geht ja oft Hand in Hand mit Selbstsicherheit. Also ich kenne Männer, die sagen, wenn ich mir so andere Männer ansehe, dann habe ich keine Angst vor Konkurrenz oder dass meine Frau eines Tages abhauen könnte. Ja, sie sind von sich überzeugt, dass sie ihre beste Option sind, weil sie die beste Version von sich selbst sind und weil sie sich dessen bewusst sind. Falls das Video hilfreich für euch ist, vergesst nicht, ein Abo zu machen und das Video mit euren Freunden zu teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis ganz bald wieder, macht's gut und tschüss.